Sophia Thiel geht unter die Rocker. Die Fitness-Influencerin kehrte den sozialen Netzwerken 2 Jahre lang den Rücken. Anfang 2021 feierte sie ihr großes Netz-Comeback. Inzwischen hat sich der Content der 27-Jährigen geändert. Zwar geht es bei ihr noch um Sport, aber auch um Themen wie mentale Gesundheit. Jetzt probierte Sophia etwas ganz Neues aus und ließ ihre Follower daran teilhaben. Sie besuchte das Wacken Open Air. Das Wacken Open Air findet alljährlich in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt. Es zählt zu den größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Sophia besuchte gemeinsam mit ihrer Schwester Bella und ihrem Freund Raphael das Event. Beide Frauen machten dafür eine optische Verwandlung. Wie auf Instagram-Fotos zu sehen ist, schminkte die Sportlerin ihre Augen tiefschwarz, ließ sich Tätowierungen aufmalen und setzte auf schwarze Lederklamotten. Ich bin zuvor noch nie auf einem richtigen Festival gewesen, aber ich sag es mal so, mit Wacken habe ich mir genau das Richtige als erste Experience ausgesucht, meinte Sophia zu den Fotos auf Instagram. Sie sei absolut überwältigt von der Erfahrung gewesen, möge die Besucher und die Musik sehr und werde nächstes Jahr wiederkommen, versicherte die YouTuberin.